Oh, es wird auch mal wahnsinnig schwül. Aber es gibt Neues von der Pressefront. Ja, wie auch immer man das bezeichnen will. Auf jeden Fall muss man zum Konfigurieren in Cura natürlich einiges wissen. Zum einen die maximale Druckdüsengeschwindigkeit. Das ist nicht die Druckgeschwindigkeit, sondern es ist die Geschwindigkeit, die er verfahren kann, wenn er nicht ein Filament aufs Bett bringt. Die maximale Druckgeschwindigkeit sind 40 mm pro Sekunde, aber er kann 80 mm pro Sekunde verfahren. Der Düsendurchmesser ist klar, sind 0,4, kann man vielleicht auch auf 0,2 verringern, indem man eine andere Düse einsetzt. Und die Genauigkeit ist 0,1 mm, also ein Zehntel. Ich zeige euch mal diese Werte, die habe ich von der Presse Original Homepage. Laut Presse druckt der Drucker 100 mal 105 mal 100 mm. Da haben sie ein bisschen untertrieben, weil ich jetzt gerade etwas gedruckt habe. Ihr könnt es selbst sehen, ich habe es lineal drangelegt, das schon ein bisschen größer ist. Also ich sage mal, man kann 120 mal 100 locker noch drucken, in der Höhe 100. Wie ich schon gezeigt habe, die Druckfläche, die ist nicht bei 100 mal 105 mm zu Ende, sondern ich würde sagen, 100 mal 110, 100 mal 115 wird noch gehen. Zur Druckgeschwindigkeit. Wenn ihr saubere Qualität wollt, dann müsst ihr natürlich runtergehen. Ihr könnt nicht mit 40 mm pro Sekunde drucken und erwarten, dass ihr einen guten Druck bekommt. Ich nehme immer die Hälfte oder ein Drittel der maximalen Druckgeschwindigkeit für die Außenwände. Also für die Linien, die ihr zieht, die nach außen zeigen. Nach innen interessiert es mich nicht, da sieht man es nicht. Dann nehme ich dann so die Hälfte bis zwei Drittel. Das ist okay. Da kommt dann auch brauchbares Resultat raus. Was mir jetzt auch schon zwei, dreimal passiert ist, meine Filamentroller, ich habe die immer lose am Tisch stehen gehabt, die hat's weggezogen. Ich habe die jetzt festgeklebt und habe damit verursacht, dass die Rolle hängen geblieben ist. Da kommt kein Filament mehr nach und der reißt ab, der Druck. Teil könnt ihr wegschmeißen. Also spart nicht an der Aufhängung eures Filaments, an dem Lager oder an der Möglichkeit, wie ihr das macht. Ihr könnt auch selber eindesignen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das war's schon für heute. Vielleicht hilft euch das weiter. Bis zum nächsten Mal.